Hallo, ihr Neugierigen. Die Fans von Billie Eilish verkünden weit und breit, dass diese eine Doppelgängerin habe. Und es geht um eine gewisse Polin, Claudia Zulewski, die mit Billies Bruder Phineas O'Connell liiert ist. Aber das ist nicht ganz so einfach, denn Claudia begann ihre Karriere noch lange bevor Billie bekannt wurde. Also dann, wer ist diese Claudia? Was macht sie? Und kann man sie wirklich als eine Doppelgängerin der Sängerin bezeichnen? Das alles ist sehr interessant, also bleibt unbedingt dran. Wie ihr sicherlich wisst, erobert Billie Eilish seit mehreren Monaten dynamisch die Musikindustrie auf der ganzen Welt. Und obwohl diese originelle, blutjunge Musikerin erst 17 Jahre alt ist, kann sie sich schon mehreren Millionen Klicks von jedem Song auf YouTube und über 30 Millionen auf Instagram erfreuen. Ihre Musik sorgt für Furore und sie gewinnt immer mehr Fans. Und wie ihr wisst, Fans sehen jedes Detail, das ihr Idol betrifft. Genau, seit einiger Zeit geht eine merkwürdige Information im Internet umher, nämlich, dass die Musikerin eine Doppelgängerin hätte. Habt ihr das auch gehört? Es geht um Claudia Zulewski. Okay, die beiden sehen einander schon ähnlich, aber außerdem ist Claudia Freundin von Billies Bruder, mit dem die Sängerin besonders innig verbunden ist. Eilish erwähnt ihren Bruder oft in Interviews und betont, dass er ihr bester Freund und ihre ganze Welt sei und dass sie ihn sehr liebe. Und er? Er hat eine Freundin, die wie seine Schwester aussieht. Aber sind etwa die kursierenden Behauptungen, dass Claudia allzu sehr ihre zukünftige Schwägerin nachahmen würde, nicht ziemlich übertrieben und für die Betroffene ungerecht? Deswegen fragen wir, ist es wirklich in Ordnung, dass eine Frau, die nicht nur älter ist, sondern auch ihre Karriere einige Jahre früher als Billie begann, als ihre Doppelgängerin abgestempelt wird? Aber lasst uns das genauer anschauen. Wer ist diese Claudia Zulewski? Sie wurde am 19. Februar 1996 in Chicago als Tochter polnischer Migranten geboren. Sie hat zwei Brüder, Kevin und Martin. Zu Hause spricht sie zwar Polnisch, aber leichter fällt ihr dann doch Englisch. Die Eltern sorgten dafür, dass sie beide Sprachen gut beherrscht. Nach dem Schulabschluss ist sie dann nach Los Angeles umgezogen. 2009 gründete sie einen YouTube-Channel, Beyond Beauty Star, und seitdem entwickelt sie ihn recht dynamisch weiter. Denn heute ist er von etwa 2 Millionen Nutzern abonniert. Und Claudia selbst wird als Guru in Sachen Schönheit, Make-up und Modeberatung angesehen. Die gesamte Aufrufzahl aller ihrer Videos beträgt über 150 Millionen. Vor einigen Jahren hatte der Channel einige Probleme, weil er gehackt wurde, aber Claudia schaffte es schließlich, ihn wiederherzustellen und ihn weiterzuentwickeln. Aber wegen der erwähnten Probleme beschloss Claudia, noch ein zweites Konto zu gründen, das heute schon fast 1 Million Abonnenten und mehr als 55 Millionen Videoaufrufe hat. Während sie das Hauptkonto geschäftsorientiert führt, sind die Themen auf dem zweiten Konto eher privat und hauptsächlich als Vlogs gestaltet. Beispielsweise stellt die YouTuberin in einem Video ihre Mutter vor und woanders erscheint auch Claudias Vater. Zulewski begann zwar ihre Karriere als YouTuberin, aber ihre wachsende Popularität machte sie auch zu einer Influencerin und Schauspielerin. Denn im April 2015 wurde sie zum Gesicht von Teen Vogue und als die erste Teenagerin war sie Gastgeberin von diesem Service auf YouTube. Außerdem vertrat sie Teen Vogue bei Preisverleihungen, Premieren auf dem roten Teppich und bei anderen wichtigen Veranstaltungen. Und diese junge Frau macht tatsächlich viel Geld. Laut dem Portal Earn the Necklace bringt ihr allein der YouTube-Channel ein jährliches Einkommen von etwa 44.000 Dollar ein. Auf Instagram, wo Zulewski derzeit mehr als 1,2 Millionen Follower hat, verdient sie zwischen 2.400 und 4.000 US-Dollar pro Post. Sie wird sogar vom Kylie Cosmetics-Account beobachtet. Und dieser Erfolg ermöglichte Claudia, in die Unterhaltungsindustrie einzusteigen. So konzentriert sie sich nun auf die Schauspielkarriere und tritt im Fernsehen auf. Vielleicht kennt ihr ihre Rolle in der Serie The Commute aus dem Jahr 2016 oder Tagged aus den Jahren 2016 bis 2018. So viel, so gut, aber damit nicht genug von ihrem Glück, denn am meisten ist Claudia im Privatleben glücklich. Und Zulewski ist in einen bemerkenswerten Mann vernarrt, in den großen Bruder von Billie Eilish. Phineas O'Connell wurde im Juli 1997 geboren. Er ist vielseitig talentiert und Frontmann der Rock-Pop-Band The Slightlys. Er ist Sänger, Gitarrist, Komponist, Songwriter und Musikproduzent zugleich. Das Geschwisterpaar hat eine besondere Bindung miteinander. Der Bruder unterstützt Billies Arbeit und tritt mit ihr auf der Bühne auf. O'Connell versuchte sich auch als Schauspieler und hat bereits eine recht große Liste von Produktionen, an denen er mitwirkte. Claudia und Phineas sind seit Oktober 2018 zusammen und die Beziehung scheint ernsthaft zu sein. Als Phineas Claudia zum ersten Mal traf, komponierte er für sie sogar einen romantischen Song mit dem Titel Claudia. Ja, und seitdem das Paar gemeinsame Fotos ins Netz stellt, erscheinen unzählige Kommentare, dass die große Liebe von Phineas wie seine Schwester aussehen würde. Und mit der Zeit ließen derartige Bemerkungen gar nicht nach, sondern es wurden sogar mehr davon. Und heute kann man unter jedem Foto, das Claudia postet, immer wieder lesen, dass sie wie Billie aussehen würde und ihre Doppelgängerin wäre. Oder dass sie sich an Billie angleichen würde. Tatsächlich muss man schon zugeben, dass die beiden
würden sich sehr ähneln. Aber andererseits würde sich eine Frau, die älter und schon lange im Internet bekannt ist, gerne mit einer 17-Jährigen vergleichen? Auch wenn diese so populär ist? Denn als Claudia in den sozialen Medien im Jahr 2009 aktiv wurde, war Billie Eilish erst 8 Jahre alt. Man kann doch sagen, dass diese Frau, die selbst so viel erreichte und deren Schönheit bewundert wird, schon lange bevor Billie sich auf dem Musikmarkt versuchte, es einfach nicht nötig hat, sich jemandem anzugleichen oder jemanden nachahmen zu wollen. Aber die beiden Frauen äußerten sich dazu bis jetzt noch nicht. Und was denkt ihr? Glaubt ihr, dass Claudia tatsächlich Doppelgängerin von der noch jüngeren Billie genannt werden kann? Oder ist es eher umgekehrt? Vielleicht ist die schöne, mutige, selbstbewusste und sehr feminine Claudia in gewisser Weise ein Vorbild für Eilish. Wie immer, wir freuen uns auf eure Meinung. Und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.